Was immer kommt, wir helfen Ihnen rasch und unkompliziert. Ja, geht doch weg mit dem Zeug. Ja, kein Toyota, wo gar keine neuen Möbel, und nur Geschwindschwelte. Geschwindschwelte, jetzt am Dessert noch die alte Gräbschnitte von so einer Industriebäckerei mit viel Zuckerguss oben drauf. Oder Zuckerguss ist mit den Gräbschnitten viel besser aufgehoben. «Herd am Sound» heisst das Programm von Pedro Lenz, das er am vergangenen Freitag im reformierten Kirchgemeindehaus aufgeführt hat. Mit unvergleichlicher Spruchartistik erzählt er aus dem grossen und kleinen Alltag, begleitet von den Klängen vom Musikerinnen-Duo Evelyn und Christina Brunner. Es ist ein doppelbödiges, grandioses Hörerlebnis. Ich gehe natürlich von diesem Seglersatz aus «Herd am Wind». Und dann hat er gesagt, mein Wind ist der Sound. Der Sound der Worte, aber auch der Sound der Musik. Das sind Texte, die ich geschrieben habe, für mit Musik zu begleiten. Jura Südfuss nachfahren, der Voralpen nachfahren, und Zürichsee, Wallensee, Bodensee, Thunersee, Brienzersee, Bielersee, Mortensee, Vierhandstättersee, Agübersee. Manchmal habe ich so den Eindruck, kann ich einfach eine Lesung machen, eine normale Lesung. Das ist auch okay, aber dann fragen sich die Leute, ja, aber lesen kann ich auch selber. Wieso machst du das? Ich habe sogar im Ausland, in Spanien oder Frankreich, wo man die Lesungen nicht so kennt, sagen sie, aber du, wieso machst du Lesungen? Können die Leute nicht lesen? Und die Frage ist nicht ganz unberechtigt. Und dann habe ich natürlich bei szenischen Lesungen oder wo ich noch mit Musik gehe oder so, habe ich noch so ein bisschen einen Mehrwert. Was ich eben darauf achte, dass es Lolo klingen, so wie es vielleicht die Leute daheim nicht lesen würden. Schwesternpaar Evelyn und Christina Brunner begeistern das Publikum mit einem ganz eigenen Musikstil. Virtuos, überraschend und witzig. Wir haben unsere Wurzeln in der Schweizer Volksmusik. Wir sind aufgewachsen mit dem Schweizer Örgeli und haben sehr lange so in der Familie musiziert. Mit zunehmendem Alter ist das Interesse an anderen Musikstilrichtungen gewachsen und heute fließen ganz viele Einflüsse in unsere eigenen Kompositionen. Eine Mischung zwischen Volksmusik, Jazz und Weltmusik. Vor dem Verstand ist der Klang von der Ort, der Klang von der Strasse. Le son de la barrière. Für uns ist es immer besonders schön, wenn wir mit Pedro Lenz unterwegs sein können. Es ist immer eine Herausforderung, so eine Mischung zu finden, dass die Musik den Text zwar unterstützt oder untermalt, aber nicht zudeckt. Also dass es nicht konkurrenziert einander, der Text und die Musik. Und das finden wir immer sehr eine spannende Herausforderung und Zusammenarbeit, dort so ein bisschen zu tüfteln und zu schauen, was passt und wo ist was unterstützend und wo braucht es vielleicht eine Ruhepause. Das ist für uns immer sehr interessante Zusammenarbeit. Und so ist das Trio nach Arlesheim gekommen. Wir haben dieses Jahr das 80-Jahr-Jubiläum der Bibliothek und haben gedacht, da müssen wir etwas ganz Spezielles einladen. Und dann ist uns ganz schnell der Pedro Lenz in den Sinn gekommen. Er war vor 6 Jahren schon mal in Arlesheim. Ein riesiger Erfolg. Und dann haben wir gefunden, wir fragen, ob er kommen würde, ob er Zeit hat. Und das hat geklappt. Sehr zur Freude vom Publikum, wie der Applaus bewiesen hat. Was immer kommt, wir helfen Ihnen rasch und unkompliziert.